Servus, Gude und Hallo, Hums immer wieder am Start. Und willkommen zu Diese Woche in Tarkov. Der Grund, warum jetzt die letzten beiden Wochen kein Video erschienen ist, war einfach die Überflut an Updates. Dazu gab es noch einen Podcast mit der russischen Community. Hierzu gab es ein paar Informationen, worauf ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte. Mein Hauptfokus liegt jetzt darin, was jetzt heute war. Und zwar heute war der Dev-Podcast mit Nikita und seiner Crew natürlich. Und darauf will ich jetzt fokussiert drauf eingehen. Also, legen wir los. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Patch 013 sowie Streets of Tarkov werden dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Der Grund ist, die ganze Covid-19-Geschichte hat einfach das Team so stark nach hinten geworfen, dass sie sich dazu entschlossen hatten, den Patch 013 sowie Streets of Tarkov dieses Jahr nicht mehr erscheinen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu den erfreulichen Sachen, und zwar zu denen, die in 12.8 kommen werden, wozu ich aber leider kein Material habe. Also fangen wir an. 12.8 wird Tarkov an sich mehr stabilisieren. Das heißt, das Spielgefühl wird sich auf jeden Fall verbessern, weil auch der Fokus auf dem Patch darauf lag, genau das zu erreichen. Ansonsten kommt noch dazu eine dritte Bärstimme, die man im Podcast auch jetzt mehrfach gehört hatte. Dann kommen noch mehrere Sachen zum Craften im Hideout hinzu. Da bin ich auch gespannt, was das alles sein wird. Und es wird in 12.8 zwei neue Skills geben, die mit dem Hideout verbunden sind oder quasi an den Hideout gebunden sind. Zudem werden halt viele Vereinfachungen vom Interface in 12.8 stattfinden, sodass die Bedienung des Spiels wesentlich benutzerfreundlicher sein wird. Kommen wir zu den geplanten Sachen. Und zwar hatte dort Nikita gesagt, dass unter anderem Optimierungen der Animation mit dem Patch 12.8.1 oder 12.8.2 kommen werden. Zudem hat Nikita auch noch gesagt, dass entweder noch diesen Monat, aber wahrscheinlich eher im nächsten Monat, die Testserver quasi ausgerollt werden und dort wird dann ein bestimmter Kreis an Spielern die Möglichkeit haben, die Unity 2019 auf den Testservern zu testen. Es wurde ja schon mal gesagt, dass die Unity 2019 ausgerollt wird für Tarkov. Und man hat sich ja dafür entschlossen, dass man es zuerst auf den Testservern ausrollt, um halt einfach zu schauen, wie läuft's, wo gibt's Fehler und so, bevor man das wirklich auf ein Live-Bild rausbringt. Ich finde die Entscheidung eigentlich ganz gut und ich bin gespannt, welche Leute dort dazu eingeladen werden. Es wird auch weiterhin daran gearbeitet, dass Story-gebundene oder ja, Story-vorantreibende Quests ins Spiel kommen. Hier will Nikita oder will Battlestate an sich aber so die Quest gestalten, dass sie an die guten alten RPG-Games erinnern quasi. Dass es auch hier mehrere Dialoge geben wird, auch Dialogoptionen, die man auswählen kann. Und das ist auch der Grund, warum sie das Ganze so nach hinten zieht. Man will es einfach richtig machen. Dann ist in Planung, dass ein Stim-Case ins Spiel implementiert wird, das quasi wie ein Documents-Case funktioniert, aber dass man dort seine Stims dort reinpacken kann. Natürlich wird das nicht die Größe von dem internen Documents-Case haben, sondern man wird wahrscheinlich so 6 Stims oder sowas in die Tasche packen können. Aber so spart man natürlich auch sehr viel Platz in seinem Secure-Container. Dann ist weiterhin in Planung, dass mit 12.9 die Fehlfunktion der Waffen implementiert wird. Das hat man sich jetzt so erstmal als Ziel gesetzt. Ob es wirklich zum direkten Release von 12.9 kommen wird, ist noch fraglich, aber man versucht es auf jeden Fall vor 013 ins Spiel zu bringen. Dann wurde noch erwähnt, dass der Hideout mehrere Bereiche noch hinzubekommen wird, dass es auch andere Optionen für den Hideout geben wird und zudem ist man auch dran, dass man einen Rework der meisten Visuals macht. Also sprich, dass man den Nebel nochmal neu gestaltet, neu generiert, dass es einfach alles besser, realistischer ausschaut und sich einfach viel besser auch anfühlt. Zu guter Letzt hat Nikita noch gesagt, dass man weiterhin in der Planung hat, diesen PvE-Offline-Raids mit seinen Freunden zu implementieren. Das wird aber fast zum Schluss von der Entwicklung kommen. Das hat er auch in dem Podcast gesagt. Also dass man wahrscheinlich eher kurz vor,
kurz vor dem Release wird dann diese Option auch in die Testversion mit einfließen. So, das war es jetzt erstmal mit den Informationen, wozu ich kein Material habe. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem interessanten Teil, und zwar die Informationen, wo ich auch Material dazu habe. Und da steigen wir doch jetzt mal direkt ein. Die AK-104 ist keine neue Waffe, aber was Neues ist zum Beispiel das Handguard an der Waffe und das Rail an der Waffe. Sowie auch der Pistol Grip, das sind auch neue Sachen, die man an die AK-104 ranschrauben kann. Unter anderem wird es natürlich auch neue Backpacks geben. Das eine seht ihr jetzt hier, das ist der F5 Switchblade. Nebendran seht ihr auch, wie oder was für eine Größe er hat und was alles so reinpasst. Hier sehen wir ein weiteres Backpack, den F4 Terminator. Der hat natürlich eine besondere Aufteilung, was die Reihen betrifft, und ich bin gespannt, wie oft wir den sehen werden. Hier sehen wir auch noch ein neues Backpack, das ins Spiel kommen wird. Dieses Backpack wird Loot-Only sein, und zwar wird es auch nur bei Scavs spawnen. Nikita hat gesagt, sie haben eine Menge Items mit 12.8 ins Spiel gebracht, die richtiges Low-Tier-Equipment ist und was auch nur bei Scavs spawnen wird. Also wird es sich auf jeden Fall wieder lohnen, Scavs zu looten. Jetzt kommen wir zu einem richtig geilen Feature, das mit 12.8 kommen wird. Und zwar ist es das, dass wenn man leicht blutet oder auch halt sehr stark blutet, dass man eine Blutspur hinterlässt. Also sprich, wenn ihr stark getroffen seid, hinterlasst ihr eine Blutspur am Boden, so lange bis ihr es verbunden habt. Und die Gegner können euch somit auch tracken. Können dann der Blutspur folgen und dann euch eventuell sogar finden. Ich finde, das ist ein richtig geiles Feature. Wie so eben angesprochen, hat man natürlich jetzt auch im Spiel oder hat man dann ab 12.8 auch starke Blutungen, schwere Blutungen, die man zum Beispiel mit diesen beiden Sachen behandeln kann. Das eine ist dieses KLKB, ist eine Art Spritze mit einer Masse, die man sich in die Schusswunde drückt und die dann in der Wunde aufgeht, dass die Wunde quasi verschlossen wird. Das andere ist einfach ein Gummiband, mit dem man sich den Arm oder halt die Ader zuschnüren kann, dass halt kein Blut mehr durchfließt und somit auch der starke Blutverlust unterbunden wird. Mit 12.8 wird man auch quasi den Gesundheitsstatus besser sehen von seinem Charakter, der halt auch oben in der Ecke abgebildet wird. Wird es jetzt eine farbliche Unterscheidung geben. Grün ist natürlich normal. Es geht dann mehr in die Richtung Gelb rüber, dass man halt sieht, okay, es sind Körperteile stark betroffen oder betroffen an sich. Rot, auf Rot geht natürlich dann auch ein Körperteil, wenn es dann kurz vorm Schwarzwerden ist, und natürlich Schwarz, wenn das Körperteil komplett weg ist. Das soll Spielern auch helfen, dass sie es besser erkennen, wie schwer sie getroffen sind. Man kann aber zwischen den beiden Varianten hin und her schalten in den Optionen. Eine Besonderheit mit 12.8 seht ihr jetzt hier, und zwar kommt ein neuer Colt ins Spiel, der die Besonderheit hat, dass er nur bei Scav-Bosses oder bei Raidern spawnt. Man wird ihn nicht so kaufen können, sondern man kann ihn nur im Raid finden. Mit 12.8 wird es auch eine neue Option in den Grafikeinstellungen geben, die sich High Quality Color nennt. Nikita meinte hier, dass man hier einen Performance Boost bekommen kann. Ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich kann es mir selbst noch nicht so ganz vorstellen, was ein High Quality Color Mode mit einem Performance Boost zu tun hat, aber ich werde mir das auf jeden Fall einmal angucken, und definitiv werde ich mit 12.8 meine Einstellung genauso auf alles Max stellen, wie die Devs es bei ihrem Bild hatten. Meine aktuellen Grafik-Settings habe ich in den Link unten in die Beschreibung mit reingepackt. Könnt ihr euch gerne angucken und auch gerne so übernehmen. Hier sehen wir jetzt die Bilder, wie der Kompass funktionieren wird im Spiel. Wie man sehen kann, kann man auch die Waffe dabei halten, man kann aber nicht zeitgleich schießen. Es ist aber so, dass wenn man jetzt einen Gegner sieht und die linke Maustaste drückt, wird der Kompass automatisch weggesteckt und die Waffe ist halt dann zum Schießen bereit. Der Kompass wird, wie ihr hier seht, in einem Extra-Slot sein, der nicht lootbar für andere ist. Das heißt wiederum, habt ihr einmal den Kompass erworben und in diesem Slot drin, bleibt der auch für immer euer Kompass und kann nicht von anderen Spielern gelootet werden. Der Slot wird später auch für weitere Kompasse verwendet, auch für das GPS,
und Battleset Games plant da auch noch mehrere Sachen mit einzufügen. Also es ist quasi ein weiterer Secure-Slot, der nicht gelootet werden kann. Jetzt habe ich noch was ganz Besonderes, was mit 12.8 kommt. Und zwar ist es die Möglichkeit, sein Backpack schnell zu droppen, um einfach auch so besser in einem Kampf zu sein. Aber schaut es euch selbst an. This is a special combination that will allow you to quickly remove your backpack from your inventory. Because it's short. Top's a pretty neat feature that will allow you to be more mobile. I saw many times on many streams that if you have a lot of loot, you need to be mobile. Ist das nicht geil? Und zu guter Letzt lasse ich noch ein paar Screenshots laufen mit den Sachen, die noch gezeigt worden sind. Genießt sie. Das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Anschauen und freue mich auf euer Feedback sowie eine rege Diskussion in den Kommentaren. Zudem wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr auf den Abo- und Benachrichtigungsknopf drückt, sodass ihr immer aktuell bleibt, wenn von mir ein Video online geht. Dann wäre nur noch zu sagen, dass ich jeden Montag, Mittwoch sowie Freitag ab 19 Uhr und sonntags ab 10 Uhr streame. Dort könnt ihr auch vorbeischauen, mir Fragen zu Tarkov stellen, wenn ihr möchtet, oder einfach nur den Stream genießen. In diesem Sinne, ich mache mich hin, ich bin raus. Ciao, euer Humz.